Ja, wissenschaftlich gesehen ist es eh schon wieder widerlegt worden. Geldmacherei. Und wenn es jetzt wirklich so wäre, was hätten sie dann gemacht? Dann ist es eh vorbei. Es macht dann auch keinen Unterschied mehr. Wo. Also ich kaufe dieses Jahr die Weihnachtsgeschenke dann erst nach dem 22. Dezember. Nicht, dass ich vorher Geld ausgebe. Über was? Über den Weltuntergang 2000. Das ist vom Maya-Kalender irgendwie, gell? Ja. Ja. Mhm. Und was, dass die Mayas gesagt haben, dass 2012 die Welt untergeht. Was denken Sie, ist das wahr oder nicht? Ich denke mal, dass es nicht wahr. Und was hätten Sie gemacht, wenn das wahr wäre? Ja, dann müsste ich abwarten. Was soll ich machen? Ich kann es ja nicht ändern. Okay, danke schön. Bitte. Über den? Weltuntergang 2012. Ach nee. Nö, das wollen wir doch nicht machen. Das kommt sind, doch nicht. Wir sind doch froh, dass wir leben, Mensch, Leute. Nee. Weltuntergang, da halten wir gar nichts von. Das stimmt nicht. Das gibt's nicht. Das hat schon zehnmal, haben wir schon angekündigt. Nein, gibt's überhaupt nicht. Ja, dann hätten wir das gehabt. Und genau. Würde sich in diesen 3 Wochen Ihr Leben verändern? Nein. Was ist denn? Wollen wir was dran ändern? Können wir nicht, oder? Nein, aber würde Ihr Leben sich in diesen 3 Wochen verändern? Nö. Da könnte ja sein, dass es dann auch trotzdem weitergeht. Weiß man ja nicht. Na, da gebe ich mir vorher den Löffel abgeben. Und würde sich Ihr Leben in diesen 3 Wochen ändern? Glaube ich wenig. Da ist nicht. Mit uns schlimmer. Und was halten Sie davon? Also ich glaube es nämlich auch nicht. Ich meine, es wäre ein Gerücht, wenn es wahr ist. Ja gut, dann wäre es natürlich nicht so schön, wenn es stimmen würde, aber. Ich glaube, sie sind wir jetzt. Einfach zu Hause bleiben, viel Zeit mit Familie verbringen. Genau. Eigentlich nichts. Also ich glaube eher nicht daran, weil, sagen wir mal, wenn es so wäre, da hätten wir schon ein bisschen was daran gemerkt. Also ein bisschen was wäre schon untergegangen, sage ich mal. Also, ich mein, dann würde ich die letzten Tage auf jeden Fall nutzen. Keine Ahnung, wird auf jeden Fall. Das kann ich jetzt spontan nicht sagen, also muss es dann wirklich passieren. Also, das kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall würde ich es nutzen, die letzten Tage, und irgendwas machen. Nochmal Party machen. Und, ja, nochmal wohin hinfahren. Nee, das wird nicht passieren. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht daran. Aber wenn es stimmen würde, was dann? Würde ich trotzdem so weiterleben wie bis jetzt hier auch. Hätten Sie was dazu zu sagen? Naja, ich denke, die Welt geht besser, ja? Nächstes Jahr muss besser sein, das ist so. Ich denke positiv immer. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Also ich denke sehr oft daran, ich habe auch davon oft gehört, aber ich wüsste nicht, wie sie untergehen sollte und ja. Ich würde dann auch wahrscheinlich so armen Kindern dann einen letzten Wunsch oder sowas erfüllen. Ja. Du? Ich würde mein ganzes Geld ausgeben für meine Wünsche, also die ich mir schon immer gewünscht habe. Ich würde versuchen, irgendwie einen Brunnenwert zu bauen, damit ich weiter lebe. Ich würde wahrscheinlich alles kaufen, was es da ungefähr gibt. Ich habe das nicht auf dem Schirm, warum? Ich glaube nicht daran. Was soll sich bei mir ändern? Ich lebe, nur ich würde sagen, bis zum letzten Moment. Ne? Also es kann eigentlich nichts passieren. Wir haben gerade Weihnachtsgeschenke gehabt, also es kann nichts passieren. Wenn es wirklich so wäre und ich wüsste das, ich könnte es wahrscheinlich nochmal richtig genießen, 3 Wochen. Aber ändern kann man sowieso nichts. Dann ist es vorbei. Glaube ich nicht, dass nochmal was Neues losgeht. Dann ist es vorbei. Vertan ist vertan. Wir hatten unsere Chance. Natürlich. Tod oder Leben. Ne? Das wird nicht passieren. Ja, danke. Ich glaube sowas nicht, ich werde sowas nicht glauben und es stimmt auch nicht. Aber stellen Sie sich mal vor, das stimmt. Nee, auch nicht. Wenn es so wäre. Dann ist es nochmal legal eigentlich. Würde sich Ihr Leben verändern? Kann man mit Leben eigentlich auch so. Irgendwas gibt es mit Sicherheit. Ich will nicht mal darüber noch spekulieren. Was eine glaubt und eine nicht glaubt. Eine glaubt, kommt in die Höhle und eine glaubt, er geht noch in Paradies mit 7 Frauen oder was weiß ich. Also ich halte das mal erstmal so. Sag mal, passiert gar nichts und es wird kein so normales neues Jahr gefeiert. Okay. Ja, toll. Alles klar? Ich glaube auch nicht dran. Was, wenn es so wäre?
Da wäre es schlimm. Und bei dir? Dann hätten wir Pech. Die Welt. Was soll ich sagen? Mich würde es nicht stören, mich persönlich würde es nicht stören, wenn die Welt untergehen würde. Ganz ehrlich, weil wenn dann gehen wir halt alle zusammen unter. Ganz einfach. So oder so wird die Welt eines Tages untergehen. Und du guckst mich gerade so richtig süß ernst an, finde ich cool. Du machst deinen Job gut. Ja, ich kann eigentlich nichts Produktives mehr sagen. Also Weltuntergang, mich persönlich würde es nicht stören. Hört sich jetzt so pessimistisch an, aber wir gehen halt alle zusammen unter. Ganz einfach. Genauso weitermachen wie bisher. In meinem Bett liegen die ganze Zeit, ab und zu in die Schule gehen, schlafen, trainieren. Was soll ich noch machen? Ich meine, ich würde jetzt gerne sagen, oh, ich verbringe die Zeit mit den Menschen, die ich über alles liebe. Wir kuscheln uns aneinander und erzählen uns, wie gern wir uns haben. Aber so viele Leute habe ich nicht, die ich irgendwie liebe und die ich toll finde und mit denen ich Zeit verbringen will, außer meine Eltern und meine Geschwister. Und sonst habe ich auch nichts anderes in meinem Leben, wo ich mich dran festhalten kann. Der Sport, ja, aber ich meine, alles ist vergänglich und wenn die Welt eh untergeht, was soll ich noch großartig machen? Ich habe ein Spiel mir zu Hause gekauft. Ich versuche das noch durchzuspielen sozusagen. Wenn ich das schaffe, ist das schon ein persönlicher Triumph. Ansonsten hätte ich noch ein oder zwei Personen, denen ich gerne was sagen würde, noch mal was loswerden würde, bevor ich untergehe. Das würde ich denen vielleicht noch sagen. Und dann würde ich halt mit der Welt sozusagen untergehen. Also wenn es irgendwie einen Gott oder einen Himmel oder eine Hölle gibt, dann sehen wir uns sowieso irgendwie dann auf der anderen Seite sozusagen wieder. Ich weiß, das klingt jetzt sehr pessimistisch, was ich sage, aber das ist so mein persönliches Denken. Also Leute, Savage Life hier aus dem Imperial, ja? Vorm Imperial. Falls die Welt am 21. Dezember nicht untergehen sollte, seid ihr alle recht herzlich eingeladen, zum NG Cup Nummer 4 zu kommen, welcher im Mai nächsten Jahres stattfinden wird. Die persönlichen Einladungen gehen von mir raus. Diesmal wird es natürlich noch größer und noch toller. Ich freue mich auf euch, wir sehen uns. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mich jederzeit darauf ansprechen. Was ist der NG Cup? NG Cup, das ist ein Fußballturnier im Herzen von Wetzlar sozusagen, im Niedergirmes, Bezirk Niedergirmes. Dort spielen verschiedene Mannschaften gegeneinander um ein kleines Preisgeld. Aber, und das sind halt das Besondere an dem NG Cup ist halt, dass verschiedene Altersklassen und Jahrgänge und Leute aus verschiedener Herkunft und so weiter miteinander spielen und Spaß haben, fröhlich sind, Zeit verbringen und miteinander reden. Alles wird gut. Was geht's? Weltuntergang 2012. Oh, was halten Sie davon? Spaß, gar nichts. Und was wäre, wenn es echt wäre? Wenn ich beweisen kann. Ja, stellen Sie sich das vor. Kann ich mir nicht vorstellen. Und will ich mir auch gar nicht vorstellen. Was wäre, wenn Sie nur noch 3 Wochen zu leben hätten? Gute Frage. Weiß ich nicht. It's unreal. We don't think about this because we have planned for next year. Only 3 weeks. More love my life from Latvia. Lettland. Ah, Lettland. Aus Lettland. Latvien ist da. Es gibt keinen Weltuntergang. Stellen Sie sich das aber mal vor. Wie wäre das? Wieder mehr. Schrecklich. Ja, klar. Und was wäre, wenn Sie nur noch 3 Wochen zu leben hätten? Dann würde ich die 3 Wochen leben. Ja, natürlich würde ich es. Im Prinzip würde ich weiterleben wie bisher. Da kann sich nichts ändern. Da habe ich keine Ahnung, es gibt keinen Weltuntergang. Und was ist, wenn es so wäre? Dann haben die Leute alle Pech gehabt. Aber es ist ja anders zu verändern. Da kann man nichts verändern, wenn es kommt, kommt. Ja, würden Sie noch irgendwas erledigen oder jemanden grüßen oder Brief schreiben? Oder? Also brauche ich niemanden mehr zu grüßen, wenn die Welt untergeht, geht sie unter. Es ist niemand mehr da. Das haben wir nichts mehr zu sagen, irgendjemand. Ich glaube auch nicht. Nee. Und was wäre, wenn es so wäre? Tja, dann haben wir Pech gehabt. Ja. Nichts. Und den du? Mayas ist Papier ausgegangen. Und du? Ja, ich würde auch sagen, also glaube ich nicht dran. Und was wäre, wenn es stimmen würde? Pipapo. Haben wir alle genug, ne? Dann würde die Welt halt untergehen, ja. Und was hättest du gemacht in den letzten 3 Wochen? Vieles. Mit meinen Freunden gechillt.
Ja, auf Schule geschissen. Und du? Das Gleiche. Die Welt geht eh nicht unter. Die Welt geht schon seit 100 Jahren unter, also von daher. Und was wäre, wenn es diesmal stimmen würde? Nee, es stimmt aber nicht. Hundertprozentig. Ja, und was würdest du machen, wenn es stimmen würde in den letzten 3 Wochen? Feiern, Zeit mit meinem Kind verbringen, mit meiner Familie,